Hallo Welt, ich bin Thomas von Devolution und heute beschäftige ich mich mit dem Druck von PETG. Genauer gesagt, welchen Einfluss Feuchtigkeit auf den Druck hat und was ein Filamentschreier bringt. Und jetzt geht's los. Für den Test, der wie üblich nicht wissenschaftlich ist, sondern nur Beispiele zeigen soll, werde ich diese Rolle PETG-Filament von rosa Filaments benutzen, die noch verschweißt ist. Die werde ich also öffnen, direkt zwei Testdrucker auf dem A1 Mini drucken und dann die Rolle für 12 Stunden in ein Wasserbad legen. Das sollte für genug Feuchtigkeit sorgen. Danach drucke ich wieder zwei Testdrucke und dann kommt die Rolle in diesen Filamentdryer von FixDry, wo sie getrocknet wird und sobald eine geringe Feuchtigkeit erreicht ist, werden die letzten zwei Testdrucke gedruckt. Warum ein Wasserbad? PETG ist hygroskopisch, das heißt, es nimmt Wasser aus der Luft auf und Wasser im Filament ist ein Problem. Das beim Druck verdampfende Wasser sorgt für schlechte Druckqualität, feuchtes PETG zeigt mehr Stringing und zudem soll die Layerhaftung schlechter sein. Das Wasserbad beschleunigt die Wasseraufnahme des PETGs einfach ein bisschen. Welche Testdrucke wird es geben? Für die Testdrucke verwende ich einmal natürlich einen Benchy sowie unser Dart Butler 3 Außengehäuse. Das Benchy ist ein guter allgemeiner Test und das Außengehäuse von unserem DB3 zeigt ein Echtweltbeispiel mit glatten Wänden und einer benötigten hohen Genauigkeit. So viel also zum Testaufbau. Da der FixDry NT1, der mir freundlicherweise vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, aber die Möglichkeit hat, zwei Rollen aufzunehmen, werde ich das Ganze noch mit einer frisch verschweißten Rolle PLA Plus testen. PLA sollte eigentlich nicht hygroskopisch sein, PLA Plus vielleicht schon, wer weiß. Ein Test schadet ja eigentlich auch nicht. Und zu guter Letzt werde ich noch ein PETG-Filament testen, das ich in unserem Filamentschrank gefunden habe. Dort ist es eigentlich eingeschlossen in einer Kiste mit ein paar Silikabeuteln, aber die sind inzwischen auch schon ein bisschen alt. Dieses PETG-Filament ist übrigens 3 Jahre alt, laut Date of Manufacturing. Drucken werde ich die Tests mit 3 A1 Minis simultan. Und diese Drucker verwenden wir normalerweise zum Drucken unserer Bestellungen, da sie eine gute Qualität für den Preis liefern und eigentlich auch nie Probleme machen. Fangen wir mit den neuen Rollen an. A few moments later. So, nun ist Zeit, die Rollen zu laden. Ich habe auf dem Control Bamboo Mini schon mal die alte PETG-Rolle geladen. Auf dem PETG Neu hole ich jetzt hier diese Rolle raus. Ist auch ein bisschen Silikagel mit drin. Das ist die Rolle PETG von Rosa Filaments und die Rolle lädt. Hier für unseren dritten Mini habe ich kein AMS-System, deshalb wird er normal auf die hintere Spule geladen. Dafür gibt es jetzt hier diese tolle Rolle PLA Plus. Okay, so, das heißt, die Rollen sind geladen. Ich werde die beiden PETG-Rollen mit Standard-PETG-Profil von Bamboo drucken und das PLA Plus werde ich mit dem ESAN PLA Plus Profil drucken, was auch auf dem Bamboo-Slicer vorinstalliert ist. Also wir testen heute nicht, wie gut können wir die Profile machen, sondern wir testen wirklich, was passiert bei den Standard-Profilen. Und er hat es geladen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes zu tun, als auf Drucken, Drucken und Drucken zu drücken. Ja, jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. Die Startmusik ist auch abgedudelt und jetzt geht's los und wir sehen uns wieder, wenn die Benchys gedruckt sind. Da es keine Speed-Benchys sind, sondern ganz normale 0,2 mm Benchys, dauert das ungefähr eine Stunde pro Benchy. Wie gesagt, es sind keine Speed-Benchys und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Dieses Video wird euch präsentiert von PCBWay. PCBWay ist ein führender Hersteller, der sich auf die Prototypenherstellung und Herstellung von Leiterplatten spezialisiert hat. Obwohl wir uns heute auf den Einfluss von Feuchtigkeit auf den PETG-Druck konzentrieren, unterstützt PCBWay die gesamte Maker-Community durch ihre hochwertigen Dienstleistungen. Ob ihr nun Filamente testet, wie in unserem heutigen Experiment, oder komplexe elektronische Projekte angeht, PCBWay bietet die Qualität und den Service, die ihr braucht. Ein großes Dankeschön an PCBWay für ihre Unterstützung. Schaut bei ihnen vorbei für all eure PCB-Bedürfnisse. Und jetzt zurück zum 3D-Druckexperiment. So, also die ersten Drucke sind damit fertig. Eigentlich sind sie ganz gut geworden. Ein paar Kleinigkeiten, die könnten noch besser sein. Aber gut,
Dafür sind es ja die Standardeinstellungen. Wenn man jetzt perfekte Drucke haben will, dann würde das Ganze natürlich nochmal durch ein paar Durchläufe laufen, bis man eben eine gute Einstellung für diese PETG-Sachen gefunden hat. Jetzt kommt aber der lustige Moment, denn wir wässern jetzt diese beiden Rollen. Warum? Das habe ich ja eben schon mal erzählt. Wir wollen einfach gucken, wie sich nasse Rollen verhalten, und damit nasse Rollen sich gut verhalten können, müssen sie erstmal nass sein. Dafür habe ich mir gedacht, wir nehmen einfach eine Kiste, packen die beiden Rollen rein. Einmal die PETG-Rolle von Rosa Filament und eine beliebige Rolle PLA Plus. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Eimer mit Wasser. Hoffentlich nicht irgendwo vorbeikippen, weil hier unten laufen ein paar Kabel lang. Ja, ein bisschen hat es getropft, aber geht noch. Das hat perfekt funktioniert. Die beiden Rollen liegen genau im Wasser. Und das lasse ich jetzt so 12 Stunden stehen. Dann hole ich sie wieder raus und dann drucken wir mit den pitchnassen Rollen. Und danach tun wir sie in den Fixed-Dry NT1 und gucken, wie lange es dauert, diese Rollen dann wieder zu trocknen, bis sie wieder gute Ergebnisse liefern. Oder vielleicht, bei der PLA-Rolle bin ich mir da echt nicht sicher, wird hier auch das Ergebnis trotzdem gut. Aber das sehen wir in ein paar Stunden. Das heißt, ihr seht es in ein paar Sekunden. Und für mich ist es jetzt gleich Sonntag. 2000 years later. So, das waren jetzt 24 Stunden in diesem tollen Wasserbad. Und jetzt holen wir doch die Rollen einmal raus. So, hier haben wir einmal die Rosa Filament PETG Rolle Standard. Ich lasse noch ein bisschen abtropfen. Und dann haben wir noch die Rolle PLA Plus. Die beiden Drucker fangen jetzt an und drucken ein Benchy. Dabei ist etwas Vorsicht geboten, denn das ist noch echt extrem nass hier. Deswegen liegt hier zur Sicherheit nochmal ein Handtuch. Ja, und wie das Benchy aussieht, das seht ihr jetzt. Die Drucke der feuchten Rollen sind nun fertig und wie ihr hier sehen könnt, da sieht man doch schon einen ganz guten Unterschied. Das sieht immer so jetzt sehr unschön aus, was diese ganzen glatten Oberflächen vor allen Dingen angeht. Das Stringing ist ganz schön fies. Also da kann man auf jeden Fall einen Unterschied sehen. Beim PLA ist der Unterschied viel weniger groß. Ein bisschen mehr Stringing ist allerdings auch da vorhanden. Und jetzt packen wir das Ganze hier in den Fixed-Dry NT1. Das ist nämlich ein toller Filament-Dryer mit einem ganz besonderen Feature, weil der Fixed-Dry ist etwas größer wie ein normaler Filamentdrucker und bietet deswegen die Möglichkeit, zwei Rollen gleichzeitig zu trocknen. Die Rollen laufen jetzt hier schön über diese Rollen und innen drin ist ein Heizelement mit 110 Watt und ein Lüfter sorgt auch dafür, dass das Ganze gut trotzdem zirkulieren kann. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier den Deckel draufzusetzen. Dann wird das Ganze hier vorne angestellt und dann kann man sehen, wie es momentan mit der Feuchtigkeit aussieht. Die wird gleich ein bisschen hochgehen, weil ja jetzt die feuchten Rollen drin sind. Hier ist, wie heiß momentan der Lüfter ist und hier unten sieht man dann, dass er jetzt für 10 Stunden das Ganze erstmal trocknen würde. Und dann würde ich sagen, 4 Stunden lasse ich das jetzt mal laufen und dann schauen wir weiter. Jetzt sind ein paar Stunden rum und im Fixed-Dry NT1 sind jetzt nur noch 26% Feuchtigkeit. Das ist schon mal besser, es ist noch nicht das, wo wir hinwollen. Aber ich habe mir gedacht, wir machen mal einen Test. Deswegen habe ich einfach zwei PTFE-Schläuche angeschlossen. Das Tolle ist nämlich, der NT1, da kann man auch direkt rausdrucken. Der hat nämlich 10 Auslässe für eben solche PTFE-Schläuche, auch hier immer mit so Gumminoppen schon gleich vorgefertigt. Und mit etwas Hilfe vom guten Panzertape sieht das Ganze auch noch halbwegs okay aus. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir gucken mal, ob es schon einen Unterschied gibt zwischen dem feuchten PETG und dem leicht angetrockneten PETG. Und ob es einen Unterschied gibt, das seht ihr jetzt. Drei Tage voller Spielspaß und Spannung sind vorbei. Eigentlich waren es 3 Tage von lauter Drucken. Denn ich habe ganz, ganz viele Testdrucke gemacht. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, was draus geworden ist. Denn mit dem Fixed-Dry NT1 haben wir ganz gute Erfolge erzielt. Zuerst das Ausgangsmaterial. Hier hatten wir ja gesagt, wir drucken ein Benchy plus ein
Dart Butler 3 Außengehäuse und das Ganze natürlich auch für das PLA Plus. Und wie man sieht, direkt frisch aus der Packung waren das sehr gute Ergebnisse. Da lässt sich eigentlich nichts meckern. Generell muss man immer ein bisschen was einstellen, damit es perfekt wird, aber für ein Standardprofil war das schon sehr ordentlich. Und zudem hatte ich ja auch noch den dritten Mini hier stehen. Der sollte eigentlich ein Test von einem alten Filament drucken. Da dieses PETG aber auch nach 3 Jahren noch so gut aussah, habe ich den Test abgebrochen und mich auf die beiden konzentriert. Und gewässert sahen diese Drucke dann wirklich, wirklich schlimm aus. Interessanterweise nicht mal beim PLA Plus. Das war eigentlich weiterhin sehr gut. Aber das PETG sieht nach der Wässerung entsprechend richtig, richtig schlecht aus. Ja. Aber zum Glück haben wir ja den Fixtry NT1, der mit seinen 2-Rollen-Aufnahme auch gleichzeitig beide Filamente trocknen konnte. Das habe ich jetzt über die letzten 3 Tage immer mal wieder für ein paar Stunden gemacht, dann wieder einen Testdruck gemacht. Und hier haben wir dann das Ergebnis. Von frisch ausgepackt über patschnass hat sich das Ganze über die nächsten 3 Tage wirklich verbessert. Wir haben am Ende noch ein ganz, ganz feines Stringing hier, so ein paar Fussel. Die kriegt man aber auch noch weg mit ein bisschen mehr Trocknen wahrscheinlich. Oder natürlich gibt es da auch noch ein paar Helferchen. Die zeige ich euch gleich, wie ihr solche Fusseln wegbekommt. Ansonsten muss ich sagen, das Ergebnis ist wieder perfekt. Es war allerdings auch vorher nicht sehr viel schlechter. Das heißt, PLA Plus, ja, es macht einen kleinen Unterschied, ob das PLA nass ist oder nicht, aber garantiert keinen so sonderlich großen. Gut, das war aber auch nicht so zu erwarten. Deswegen zeige ich euch jetzt das, was eigentlich zu erwarten war, nämlich PETG. Hier lässt sich jetzt ein deutlicher Unterschied sehen. Wir haben einmal das frisch ausgepackte PETG aus dem Beutel. Das sieht wirklich gut aus, hat ein minimales Stringing, das man, wie gesagt, mit ein bisschen besseren Einstellungen auch noch wegbekommen würde. Und danach kommt das vollkommen nasse und da sieht man wirklich auch gerade hier hinten auf dieser glatten Fläche diese vielen, vielen kleinen Pusteln. Und wie man sieht, über die Zeit bis hin zum letzten haben sich die Pusteln hier fast wieder vollkommen verzogen. Und meine Vermutung für die Pusteln, wenn ich mich irre, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber ich denke, das liegt daran, dass das Wasser sich in Gas verwandelt direkt an der Düse und dadurch dann eben das PETG ein bisschen auseinanderdrückt und deshalb kommen diese Punkte zustande. Wie man allerdings noch ein bisschen sieht, auch hier haben wir noch ein bisschen Stringing innen drin, aber wie gesagt, kaum noch was. Das sah nach 4 Stunden Trocknen zum Beispiel noch ganz anders aus. Also ein viel besseres Bild. Und wenn ihr vielleicht ein bisschen feuchteren Abstellraum für euer Filament habt, dann ist so ein Filamenttrockner mit Sicherheit nicht die schlechteste Lösung. Wie ihr auch gesehen habt, ihr könnt direkt aus den meisten Filamenttrocknern, wie hier dem Fixtry NT1, direkt rausdrucken. Und einen kleinen Tipp habe ich auch noch für euch, wenn ihr dieses Stringing jetzt wegbekommen wollt von euren Drucken, dann könnt ihr zum einen hier so einen Brenner nehmen. Damit lässt sich das Stringing sehr leicht wegbrennen. Dann sieht man es eigentlich kaum noch. Gerade bei diesem Flaum, der hier manchmal an diesem PLA Plus dranhängt, geht das sehr gut. Oder ihr benutzt einfach einen Heißluftföhn. Damit geht das auch gut. Der kleine Nachteil hier, da er nicht ganz so heiß wird wie eine Flamme, da bleiben dann ein paar Rückstände eher zu sehen. Der Vorteil gegenüber dem Brenner ist allerdings, er wird nicht so heiß. Beim Brenner müsst ihr aufpassen, wenn ihr den zu lange auf eine Stelle haltet, dann wird die sehr schnell sehr glasig und das ist meistens nicht der Effekt, den man haben möchte. Und generell ist Vorsicht geboten, nie zu lange auf eine Stelle halten, denn sonst habt ihr sehr schnell, gerade bei PLA, sehr weiches PLA und das verzieht sich und dann ist der Druck gerade bei Teilen, die irgendwie zusammenpassen sollen, eigentlich für einen Eimer. Und apropos Eimer, für alle, die sich wundern, wie viel Ausschuss ich eigentlich bei diesem Projekt hatte. Denn es sind immerhin Bambu und Bambu-Drucker, die schmeißen immer sehr viel Filament raus. So viel Müll gab es, das sind 31 Gramm. Das ist für 3 Drucker und 17 Drucke gar nicht mal so schlecht. Das ist allerdings auch schon ein bisschen was. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Vielleicht war es ja auch ein bisschen informativ. Und wenn ihr den Kanal abonniert und liked, dann freue ich mich sehr und ihr verpasst keine Videos. Also eine Win-Win-Situation. Vielen Dank nochmal an Fixtry für das Zusenden des NT1 Filament-Trockners. Den könnt ihr bei Fixtry auf der offiziellen Seite auch
bestellen. Und auch an Rosa Filaments für das Bereitstellen des PETG-Filaments, was wir hier so ein bisschen zerstört und wieder hergestellt haben. Rosa Filaments findet ihr am besten im Shop von MS Filaments. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.